Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Breath of the Wild, ich bin euer Robo und ja, wir befinden uns gerade wieder in der Tuburasa. Alle Sternfriede wurden beseitigt. Willkommen. 2000 will der für den Kauf haben. Da, Alter. Das sind Preise hier, bitteschön. Hallo. Aber ich so gut bin hier für euch. Mal guck mal hier bei dem Haus rein. Schauen wir bitte, wie leben die denn hier? Die gehören, aber die scheinen ein stabileres Bett zu haben, oder? Ich hoffe es einfach mal für sie. Hey, die haben wenigstens mal Betten. So, guck mal, die haben sogar einen Balkon. Ey, die haben so einen richtig großen Balkon, Alter. Was ist das? Achso, das war der Eingang, okay. Die Häuser, nicht hin, gehen sogar hier mal klar, finde ich. Diese Musterhäuser waren ja totaler Schrott, aber die gehen eigentlich sogar klar. Ja, ja, gut, die brauchen keine Küche, weil gibt es ja Feuerstellen, ne? Warum wird es jetzt gerade so nebelig? Ach so, der Mond kommt mal wieder. Hallo, Blutmond. Du nerviges Ding, du. Na gut, dann gehen wir mal nach Gerudo-Stadt. In der näheren. Vermutlich hier, will ich beim Wissen Basar vermuten sein. Stimmt, wir können auch mal das Sandraum reinmachen, damit wir die Linksumster kriegen, die in den nächsten Schrein, ne? Könnte man mal machen, würde ich sagen. Ach, so viel ist, was man machen will und so wenig Zeit. Aber ich habe so langsam das Gefühl, dass wir Richtung Ende gehen. Also von den Folgen her. Für mich, vom Spiel her, sind wir noch lange nicht beim Ende, weil allein für die Kroxa, blöd, die schreit dort so. Deswegen, wo ich Schreie auch noch gemacht haben. Na, wir werden wohl einige Folgen nur Schreine machen. Mal schauen, je nachdem. Wir werden sehen. Wir machen einfach nur eine Mega-Folge mit allen Schreien drin oder so. Obwohl, das ist ja auch, glaube ich, zu viel. So, dann müssen wir uns mal eben als Frau verkleiden. Frauenklamotten. Zack, so. Wo läuft denn hier alles, ey? So, ja, ja. Mach du mal deinen Mund hier. Hier ist aber auf jeden Fall ein sehr cooler Effekt, muss man einfach mal sagen. Das muss man einfach mal sagen. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Der kommt aber irgendwie gefühlt immer öfters, ne, der Blutmond. Finde ich, irgendwann haben wir wahrscheinlich bei jeder Nacht Blutmond. Wie der Mond auch geschrumpft ist einfach, lol. Kann jetzt mal dieser Effekt hier weggehen? Danke. Läuft der Typ jetzt gerade vor uns weg? Der läuft weg. Hallo, warte doch mal. Savaba, wie geht's dir? Magst du Sandstiefel 8 Kriegen reden? Ach ja, ich muss nur die 8 Krieger machen. Stimmt ja, der wollte ja die 8 Krieger haben. Okay, wir brauchen aber erstmal eine Näherin. Hast du eine Näherin? Nö. Die will ich nicht quatschen. Ich brauche eine Da-Frau. Wo ist hier da? Da. Dabei. Wo ist deine Da-Frau? Du hast gar keinen Namen, ups. Okay. Habt ihr vielleicht neue Pfeile für mich? Wer bist du denn? Ola, nee. Okay. Na du? Guten Abend. Das ist ein Quatsch. Okay, oh, okay. Gut, ich will deine Pfeile haben. Gib mir alle. Ja, hast du alles gut gerechnet. Gut, irgendeine haben wir hier noch nicht gefunden. Ach, guck mal hier. Was hast du denn? Ah, was gibt's denn, Kleiner? Ich bin zu Herr Recherche hier. Das sieht man doch. Recherche? Jetzt aber wirklich keine. Sag nicht, du weißt nicht, wer du hier vor dir hast. Es gibt so dich. Du kennst Kletes Gerüchteküche? Kennst du doch. Ach, du bist Klet? Ah, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Oh, ich habe gleich auf den Namen geachtet. Doch, natürlich. Sehr schön. Wenn du jetzt überhaupt hättest, du kennst Klets Gerüchteküche, weiß nicht, was ich getan hätte. Übrigens steht vor dir jemand anderes als Klets persönlich.
Was ist denn jetzt für eine gleichgültige Reaktion? Kannst du ruhig zeigen, dass wie beeindruckt du bist. Ich bin es persönlich. Klettes von Klettes Gerüchteküche. Wow. So. Ich wünsche dir jedenfalls weiterhin viel Vergnügen beim Schmökern von Klettes Gerüchteküche. Okay, was ist mit euch hier? Sava. Sava ist mit Bar am Ende. Ich bin die Gerudo. Ich habe einen neuen Freund. Oder eine Freundin? Ich bin nicht sicher. Er fragt mich auch so. Hier sind nur Frauen und Boys sind irgendwie gefühlt nur Kerle. Was soll man, wenn ihr euch kreuzt? Was kommt denn raus? Dickwampige Frauen? Oh Mann. Warte mal, wer bist du denn hier? Hallo, nee. Obwohl, warte mal, was macht die Hauptdinger? Bedrohten, jetzt können wir den Toast, in der Überdachung kostet. Achso. Pflege. Oh, jetzt ziemlich, dass du noch nie von Auras Hotpie gehört hast. Und da denkt man immer, man hätte es zu etwas Ansehen gebracht. Oh, ups. Wenn du mich Sandpapier lässt, wirst du neu geboren fühlen. Du wächst Energie auf. Okay. Nö, danke, gar nichts. Weil wenn du mich jetzt touchst, wirst du wahrscheinlich merken, ich bin ein Kerl. Nimm noch nicht, okay. Wir brauchen eine. Hallo? Seve. Okay, vielleicht hier haben wir noch was. Hallo? Wasser, Veteranerin. Ich habe gehört, dass die Leute von außerhalb der Nähe eher unterkühlt sein sollen. Aber du scheinst ganz nett zu sein. Komm mal wieder, wenn du erwachsen bist. Ermöglicht ich dir ein Favori, dass du dir mit einen Schlag hast. Sehr schön, dankeschön. Bist du denn? Ja, du siehst nicht so aus, als würdest du alt genug zum Trinken sein. Wer bist du denn? Ich bin über 100. Du bist mir ja ein lustiger Weih. Lass uns einmal zusammen trinken, wenn du älter bist. Dann gebe ich dir einen aus. Was? Ich bin 117 Jahre mindestens alt. Ach. Du bist zu muskulös und das zu mir. Dabei habe ich extra für meine Bauchmuskeln trainiert. Oh. Pyra. Erzählst du mir jetzt etwa hier was? Ich habe jetzt endlich das Passwort, du weißt schon was. Echt jetzt, ein ziemlich verrufter Ort, wenn du mich fragst. Trotzdem interessant wäre ich schon. Das Passwort lautet. Hey, warte mal. Du da. Steht nicht auch, okay. Hä? Okay, krieg das jetzt bei allen? Okay, sie sagen jetzt immer. Da wollte ich jetzt. Sava. Naja, okay. Erstmal saufen. Okay, die Frauen trinken echt sehr viel. Oh, wer bist du denn? Ach, solche Kleidung verkaufen sie doch beim Wüstenblumen, oder? Ich wollte da auch mal einkaufen. Wie fühlst du dich denn die Kleidung an? Moment mal. Bist du etwa ein Junge? Hab ich's doch gewusst. Nicht schlecht, dass du es hier reingeschafft hast und niemand hat's gemerkt. Ich meine, die Gerudo passen zwar nicht so besonders gut auf, aber trotzdem. Keine Angst, ich verrate dich nicht. Wir Hylianischen müssen ja schließlich zusammenhalten, nicht. Okay, sie kommt mal, glaube ich. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass sie irgendwie noch eine Rolle spielen wird. Frag mich nicht warum, aber ich habe so ein Gefühl. So, hier warst du nur drin, ne? Genau. Wer bist du? Perl. Okay. Ja, wir brauchen eine Schneiderin. Wo finden wir eine Schneiderin? Das ist gerade so meine Frage. Bei den Wachen vielleicht? Babi? Das ist Mata. Nee. So erschöpft. Du hast auch den falschen Namen. Noch ein Bogen.
Na du, Sava Sava. Oh, heldhafte Schilan, nicht wahr? Du warst eine gute Augenführerin. Willst du zur Wirkung ziehen, meine Truppen erwähnst du die gern? Ha, solch entscheidende Worte. Doch ich habe von der Queen gehört, dass du dich auf eine ziemlich wichtige Mission befindest. Wenn du sie beendet hast, heißen wir dich gerne in unserem Trupp willkommen. Zu jeder Zeit. Jo, dankeschön. Lana, Line, Kata. Ah, vielleicht ja hier bei der Schule. Aber jetzt ist das eh keiner in der Schule, ne? Ne. Alle sind rausgeflogen. Nicht mal nachts machen sie Schule. So. Willia, was noch mal zu sagen? Ist eigentlich passiert, sind auf jeden Fall dank verpflichtet. Die Stück der Rekmussen sind in den Erbe genau wie dann dein Helm. Wenn du Bescheid. Ich behalte die Ausreden, du hast den Säbel verloren, oder? Irre ich mich? Ach ja, bei dir kann ich ja wieder nach zurück gehen. Ich will ja, ach, schon gut. Und nun, Schatzsäbel, brauchst du einen Diamanten, 5 Fallschein, einen großen Messer. Ne, danke. Warum bin ich dafür gerade zu schwach? Dann wäre es besonders, okay. Ja. Okay, gut. Ja, wo finden wir hier eine Schneiderin, ist die Frage, ne? Ich glaube, nur ein einzelne Wache wird es nicht sein, aber. Oh, warte, 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 ich kann was lesen. Tagebuch der Königin, oh. Balia hat mir mitgeteilt, dass Mutter zum Himmel aufgestiegen und eine Göttin geworden ist. Vom heutigen Tag an bin ich also die Königin der Gerudo. Ich wünschte, Mutter wäre bei uns geblieben. Aber man kann nicht immer das, was man möchte. Seit ich König geworden bin, sind alle noch freundlicher zu mir als zuvor. Doch gleichzeitig sehe ich in ihren Augen eine große Unsicherheit. Sie vermissen die starke Anführerin, die meine Mutter für sie war. In der Gerudo-Wüste ist ohne jedes Vorzeichen der Titan waren Morbis erschienen, der in tiefem Schlaf lag. Mutter nannte ihn den Schutzgott unseres Stammes, aber wohltätig sieht er nicht gut nicht so aus. Ich werde morgen aufbrechen, um näher herauszufinden. Als ich Nobis zusammen mit Patricia näherte, geriet ich in einen gewaltigen Sandsturm. Blitze schlugen nur wenige Schritte von uns ins Feld ein. Sollte sich dieses Wesen entscheiden, zu unserer Stadt zu kommen, wären wir verloren. Als ich umkehren wollte, scheute Patricia für einen Monster und schoss in die Richtung von Nobis davon. Was dann passierte, weiß ich nicht. Ich erwachte und fand Billy über mir, die mit besorgten Blicken auf mich herabschaute. Seit dem Vorfall war ich Billy nicht mehr von meiner Seite. Es ist, als hätte ich einen zweiten Schatten gewonnen. Kurze Zeit später entwendete Diebe das heilige Erbe unseres Stammes. Billy gibt sich selbst die Schuld daran. Doch wäre ich als Anführer nicht so unreif, wäre das alles nicht geschehen. Die Soldaten haben schon sofort auf die haben sich sofort gemacht. Doch sicher verachten sie insgeheim ihre machtlose Königin. Nach unermüdlichen Suchen haben wir das Versteck der Banditen, die unseren Schatz gestohlen haben, aufgespürt. Leider sind sie sehr wachsam, sodass die Soldaten sich dem Versteck nicht nähern konnten. Wir wissen, wo der Donnerhelm ist, aber haben keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Mutter Ubursa, denkt meine Schritte, sagt mir, was ich tun soll. Meine Gebete wurden erhöht. Jemand ist aufgehört, der sich Reck nennt. Sein Name lautet Link. Billy hat ihn zuerst nicht über den Weg getraut. Doch dann eroberte er unser heiliges Erbe von den Banditen zurück und besänftigte Naboris. Nun haben sich ihre Gefühle ihm gegenüber ins Gegenteil gekehrt. Sie scheint sogar ganz vergessen zu haben, dass er ein Voy ist. Nein, ich bin mir sicher, da sie ist sich dessen nur zu deutlich bewusst. Er hätte gedacht, dass die stolze Billy eines Tages einen Voy Vertrauen schenken würde. Aha, also Billy will mit uns, ne? Aha, machen. Gut, haben wir noch irgendwas hier vielleicht? Nö. Also aber auf jeden Fall ein geiles Zimmer hier. So, wir haben ja, es gab ja noch die eine, die im Gefängnis saß bei den Banditen. War das vielleicht eine Schneiderin? Okay, an dem Wasser können wir nicht hochklettern, schade. Aber direkt daneben zum Glück. Was mit dir hier? Bist du eine Schneiderin? Sie sieht zumindest selbst verfressen aus. Aber ne, passt nicht vom Namen her. Ja. Was ist, wenn ich mich... Ich will es einfach mal riskieren. Komm, wir ziehen uns mal um.
Aber wenn, ah. Jawohl, das müssen wir jetzt sofort festnehmen. Okay. Gut, das passiert dann sofort. Gut. Schade. Hätte ja klappen können, ne? Na gut. Batsch. Wagst es noch einmal hier einzuzeigen, denn. Hast du dir verstanden? Hau ab und lass dich nie wieder blicken. Mann, Mann, Mann. Ihr seid so unfreundlich zu mir. Erstmal wieder als Frau verkleiden. Und schon gleich wieder rein. Das ist so dämlich eigentlich. Warte, wohl hier ist ja auch eine Näherin, ne? Wer bist du denn? Du hast doch den falschen Namen. Hm. Weißt du nicht, ja, los, können wir noch? Ein Tornado? Ich glaube. Insofern das hier nicht Tornado heißt, was ich nicht glaube. Deswegen, ich glaube nicht, dass die Stadt von denen Tornado heißt. Haben sie hier Anteno? Also hier, kannst du ja umfärben. Haben sie nicht umbenannt in der Übersetzung hier bei dir her? Scheinbar. Oh, da ist denen ein Fehler unterlaufen. Aber wo ist jetzt. Wo können wir. Was ist mit dir? Okay, mit dir können wir nichts anfangen. Die haben wir schon müde. Vielleicht müssen wir echt in die Dingsmuster gehen. In die. Wer ist jetzt. Zum Wüstenbazar. Weil hier werden wir einfach nicht fündig. Ich weiß immer nicht, wie man Schilder macht. Hektis, ne, ist auch nicht richtig. Deswegen, mehr Leute haben wir eigentlich hier nicht, ne? Gut, aber ich wollte eigentlich hier hin. Denn ich will ja am Robbenrennen teilnehmen. Versteht zwar jetzt nicht, warum wir zum DFS runtergehen. Das wirkt sehr ruckelig gerade. Aber naja. Kann man halt nichts machen. So, vor allem, wir haben auch gar dass wir jetzt die Wüste nicht abgeschlossen haben. Jetzt kriegen wir noch die Landschuhe, weißt du? Das ist total ein bisschen dämlich, aber naja, egal. Ah! Die Kugel liegt einfach hier. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur. Ach ne, ist der Preis, genau. Ja, 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 ist ja gut. Paya, okay, so Banne. Die coole Olle. Schon wieder du. Lässige Paya gefällt's. Etern ist fort und wir können endlich wieder die Rentsch benutzen. Paya konzentriert sich nur um sich um vorzubereiten, oder? Da willst du dich einen Rekord. Ja, ja, ja. Aber das haben wir ja schon gehört. Ja, 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 das kennen wir ja schon. Ganz besondere Trophäe, okay. Selbstverständlich. 50 Rubine, ja. Gib hier. Und lass uns loslegen. Ich muss mal niesen, verdammte Scheiße. Entschuldigung. Es hat sich jemand gefunden, der sich nicht scheut, Leib und Leben beim Sandrum-Rennen zu riskieren. Wird er es schaffen, den bisherigen ungeschlagenen Rekord des Champions zu brechen? Die Beste der Wüste, die Sandrum ist bereit. Erreiche das Ziel in 1 Minute und 30 Sekunden, ohne ein Tor auszulassen. Also dann, wahrscheinlich brauchen wir mindestens 2 Versuche, wette ich. Okay, los geht's. So. So. Sollte man nicht alles kennen. Wahrscheinlich ist das fies, dass er halt die Sonntraube gegen das Ding knallen kann. Vermute ich mal. So. Zack. Ich hoffe mal, wir schaffen das. Warte mal eben. Scheiße. Muss ich hier lang? Das weiß ich mich gerade nicht. Scheiße, ich hätte da lang gemusst. Oh fuck. Okay, damit ist mir der Sieg auf jeden Fall jetzt schon mal. Kannst du mal bitte. Ja, damit ist mir auf jeden Fall der Sieg verloren gegangen. Na egal.
Ich hätte ich hab kurz müssen, verdammte Scheiße. Sandrobbe, kannst du dich mal bitte... Moment mal, ich hab gedacht, du darfst Sandrobbe nicht verlieren. Naja, ich weiß, sorry, aber... Naja, ich hab ja gedacht, warum mehr versuchen. Das war die miese Stelle in der Strecke, da war, muss ja irgendwas sein, ne? Irgendwas musste ja kommen. Na egal. Ladezeit, kannst du mal bitte vorbeigehen? Naja, das ist doof. Ja, ja. Ja, ich will's nimmer, ja, komm. Aber man bitte nicht schon wieder so einen Aufstand, ne? Gut. Das passt dann schon, ja. Eins. Go. Oh, ich hab einen Superstart hingelegt, oder was? Ist auch schön. Aber die Rundtraube wackelt ganz schön gerade. Mal los. Schneller, du alles Ding. Schön, dass da der Krog auch stand. Ja. Schneller, du alte Sandrobbe. Schneller, schneller. Gut, dann müsst du direkt hier abbiegen. Warte, dann machen wir so. Mach doch mal, du Sandrobbe. Wie einfach langsamer wird. Wow. Da habe ich Zeit verloren, das ist ja dumm. Ah, guck, wir werden sogar noch einen Fall gesetzt. Glaub ich, kannst du bitte fahren? Danke. Ist das hier das letzte? Ich hoffe einfach mal. Wow. Ne, das ist das Ziel. Ah, wir könnten es sogar schaffen. Nice. Ich hoffe, wir haben keine ausgelassen. Und? Ende. Neuer Rekord, 1,20. 1,20 und 2 Hunde. Ein neuer Rekord. Ja, hätten wir das eine mit dem gerade nicht gemerkt, hätten wir es schnell gehabt. Na egal. Na, was sagt ihr jetzt? Ihr... Igerudo-Weiber. Hä? Hab es wohl geschafft. Oh. Unglaublich. Ich glaube, das hier gehört dir. Immerhin sind sie fair, scheinbar. Es gibt einen Spruch, den seit 1000 Jahren jeder Champion seit weiterzählt. Wenn die heilige Kuhle auf den Sockel prangt, der Auserwählte eine neue Kraft erlangt. Bisher wurde die Kraft allerdings noch niemandem zugeteilt. Oh. Mir jedenfalls nicht. Aber du bist irgendwie anders, das kann ich spüren. Du sollst es versuchen. Jawohl, werde ich machen. Wir haben einen neuen Champion. Yeah, Party Hard. Juhu. Ich vermute mal, das ist noch ein Schrein, wo wir nichts machen müssen. Gut, dann werden wir es mal machen, ja? Hallo? So, dann nehmen wir die Kugel und... Zack. Können ich treffen. Link, triff. Danke. Ich wollte gerade sagen, jetzt passt die nicht, oder was? Und der Schrein erscheint. Gut, haben wir das auch geklärt. Und ich will die Max-6 haben. Verdammt. Die ist weg. Na egal. So. Activated. Dann machen wir den Schrein schnell. So. Überspringen. Ladezeit ertragen. Ladezeit. Dumm. Bin aber schnell. Gut. So. Und. Ja, wie ich gesagt habe. Ryuk Oros Segen. Okay. Was kriegen wir hier? Ein Sonnenschild. Ja. Haben wir schon. Das hat, glaube ich, eine andere Farbe gehabt, ne? Ach man, wollen wir das Sonnenschild haben? Ah, wir haben so Königsdinger. Die sind so... low. Zack.
Ja, wir schon mal mit hier. Oh, die hat jetzt sogar noch 35 Schaltbarkeit, was? Okay. Oh, den haben wir schon. Gut, das klingt schon wieder mit. Zack. Gut, haben drüber geredet. Wunderbar. Ich will dahin. Danke. Gib mir Segen. Bitte gib mir einen Segen. Bam. So, müssen wir noch gucken. Ich vermute mal, es ist echt dann in der Wüstenvase. Würde ich gerade vermuten, dass wir da jetzt noch hin müssten dann dafür. So, einen Schrein noch, dann haben wir auch wieder ein Herz. Wunderbar. Ganz viel Herzen für den Fio. Da gehen wir sammeln für noch ein Ausdauerring. Das könnte man theoretisch auch noch machen. Ja, wir schauen mal. So, gut. Ich würde gerne hier hin. Teleportieren wir uns mal dahin. Bei einer Stadt sind wir nicht fündig geworden. Deswegen gucken wir mal ein bisschen besser. Da gab es ja auch ein paar Näherinnen und so. Wer weiß, was wir da so finden. Und wenn ich dann auch nichts finde, dann werde ich gucken. Das werdet ihr dann aber auch dann in der nächsten Folge oder so dann sehen, denke ich mal. Wenn ich dann denke. Ja, wenn ich dann denke, ne? So. Ach ja, was ich auch noch gemacht habe, ist, stimmt ja, ich hatte ja gesagt Sportlinge und der Typ, ein Sportling, hockte hier. Dort hockte der. Und ja, das ist noch der Vogel, der jetzt sind sie das Heldenlied, das kannten wir aber schon, ne? Deswegen habe ich das nicht mal, ich mir das nicht mal vorsingen lassen. Ja, auf jeden Fall. Okay, fall einfach unterhalten, Link. Ja, der Typ da wollte halt Sportlinge haben, 55 Stück und hat uns dafür einen Diamanten gegeben. Einen ganzen Diamanten, wow. Essen kochen muss ich vielleicht auch immer mal wieder. Kriegt einfach einen Feuerstein, okay. Gut, ja, und wir geben uns jetzt mal Richtung Wüstenwasser noch eben schnell. Dass wir da vielleicht den richtigen finden, dass wir dann endlich der Tobarasa zu einer wohltuenden Stadt entwickeln. Sagt man das? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall müssen wir erstmal ein Stück laufen. Ja. Laufen, liegen, laufen. Jetzt müssen wir wieder durch die Wüste latschen. Ich hätte echt gerne die Wüstenschuhe. Oh, wer bist du denn? Vielleicht bist du ja die Richtige. Mal gucken, wie direkt eine Sonne die Hitze hochgeht. Ja, eine Sonne geht direkt die Hitze hoch. Aber passt schon. Na du? Ne, du bist nicht der Richtige. Du bist nicht zu viel auf der Suche nach Schatzsucher, den du Legenden ranken. Hast du sie eben gefunden? Ich bin Kalisa. Und mein Sohn, also mit dir habe ich schon geredet. Mit dir habe ich doch schon geredet. Du bist langweilig. So. Achso, hier auf dem Weg kann ich schnell nochmal laufen, okay. Dann laufen wir halt auf dem Weg. Ich bin ein bisschen schwachsinnig, ich bin dabei, hey, was soll's. Oh, da ist mein Ausdauer verballert. Nee, das ist halt auch doof, dass du wirklich die Ausdauer, wenn du die halt regeneriert, wirklich alles warten musst. Und je mehr Regen du hast, desto länger musst du halt auf deine Ausdauer warten. Das ist halt ein bisschen dämlich, finde ich, aber kann man auch nichts machen. So, und hier müssen wir jetzt irgendeine Guru finden, die uns hoffentlich dann halt. Ne? Statt gerade dabei jemand. Jetzt hoffentlich dann mal ist was näht. Nein, nein, du bist nicht die Richtige. Ich habe was für dich hier. Ja, hast du noch was für mich zu kaufen? Oh, das ist immer noch keine Holzfäule. Toll. Wir haben bei dem jetzt auch die Libellen kaufen können. Stepp. Naja. Die habe ich schon Medizin gegeben. Was hängst du hier noch rum? Oh, guten Tag. Ich hätte nicht gedacht, dass es tagsüber so heiß ist. Man muss, bleib's doch. Jetzt, wo ich das Mittel gegen die Hitze habe, wollte ich eigentlich sofort aufbrechen, aber ich hab's nicht so eilig. Ich mache mich dann wohl morgen auf den Weg. Okay. Was du heute mal kannst du besorgen, verschiebe ich jetzt auf morgen, ne? Ach, guck mal, ist das gehoben, ist das, könnte man das Upgrade machen mit. Hallo? Oh, was war dieses Quant, sie steht hier. Ich möchte kaufen. Ich habe nur das, dort siehst. Okay. Was noch? Nee, nee. Achso, du hast nur das da. Okay. Ja, ich möchte gerne raus hier, danke. Ja. Hier, hier. Ja, ja. Obwohl es auch relativ teuer ist. Ah, ah. 50 für einen Bombenpfeile. Hab ich den Arsch offen hier?
So, jetzt hast du nichts mehr. Haha, hab ich dich leer gekauft. So, wer bist du? Hätte nicht Pause, okay. Nee, ich will kein Bett, danke. Und sonst haben wir nichts. Okay. Warte, hier ist ein Rezept. Was haben wir denn da? Rohrzucker, okay. Könnten wir Rohrzucker kochen. Aber wollten eigentlich was anderes machen. Oh, du bist es. Du bist die Richtige. Oh, was für eine hübsche Bar. Suchst du Glück auf der, in der Welt? Ja. Dann wünsche ich, dir mehr Erfolg, als ich bisher habe. Gibt es denn irgendwo einen Ort, wo ich gebraucht werde? Ja, wirst du. Ach, weil. Suchst du Glück? Was, wenn ich Nein sage? Hab ich letztes Mal. Ich verstehe, es gibt nirgendwo einen Ort, wo ich gebraucht werde. Du bist doch die Richtige. Warum? Vielleicht muss ich auch andere Klamotten anziehen. Wir ziehen mal andere Klamotten an. Ziehen wir unsere Reckenklamotten an hier. Und das ziehen wir. Oh, jetzt sind das dann so. Hallo, ich bin eine Recke. Ach. Arbeit anbieten? Ich bin heute eine Schneiderin. Ah, ich muss aber die richtigen Klamotten ankaufen. Noch gibt es. Was? Der kommt jetzt unerhofft. Erzähl mir mehr. Ist der Tabu Rasa, der sucht einen Typen namens Dumsa, jemanden, der Arbeitskleidung finden kann? Knallspiel sein. Okay, dann haben wir das doch gefunden. Ja, endlich. Wuhu. Danke für die Info. Dann gehe ich mal nach Hause und mache mein Gepäck bereit. Wir sehen uns in Tabu Rasa. Ha. Dü-düm, dü-düm, dü-düm. Vielleicht haben wir mir auch eine neue Frau gebracht. Wer weiß. Vielleicht laufen da bald Eierköpfkinder rum. Kann ja sein, ne? So, was haben wir noch? Der Hund. Ich finde ihn knuffig. Was ist mit euch hier so? Benjamin. Okay, gut, dann reisen wir doch nochmal eben nach Tabu Rasa, würde ich sagen, oder? Wir wollen auch gucken, vielleicht ist die Stadt dann endlich fertig. Kriegen wir das noch in der Folge hin? Ich müsste erst mein Reckengewand anziehen, bevor sie mir da, ne? Gehör ergibt. Ah, muss also unterschiedliche Klamotten anhaben. Und die Leute unterschiedlich was erzählen. Ja, auch interessant. So, wie viele Herzen haben wir jetzt da? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 Herzen haben wir jetzt. Hab ich das jetzt richtig gezählt? Man kann ja sehen, kommt 30 Herzen haben plus nochmal Bonusherzen. Okay. Gut, wir wollen nach Tabu Rasa. Und hoi! Flieglink! Die wäscht wahrscheinlich auch alle noch wieder aktiv, ey. Mann. Jo. Ja, da ist auf jeden Fall schon mal wieder ein neues Haus entstanden. Interessant, interessant. Also der Typ, Mann, ist echt hart am Arbeiten. Dann sieht das aus, als wären noch drei Sachen, die wir machen müssten. Vermute ich jetzt mal. So. Anterfallen, ja. Zack. Hoi. Hallo. Du hast eine Guru gefunden, die uns hilft. Vielen Dank. Sie hat im Handumdrehen meine Arbeitsklumpen gepflegt. Jetzt riechen sie noch ganz, auch noch ganz wunderbar. Ihr Name lautet Pun Powder. Das passt also auch. Ihr Nähkünste sind da an meiner Arbeitskleidung fast verschwindet. Deshalb hat sie eine Boutique eröffnet. Und als nächstes, ja, wenn wir mehr Leute einladen, brauchen wir mehr Unterkünfte. Kannst du 30 Holzbündel besorgen? Wie viele Holzbündel habe ich denn jetzt noch? Holzbündel? Wie mein Holzbündel? Holzbündel, hallo? Ich bin, glaube ich, gerade blind, mein Holzbündel nicht mehr, da habe ich alle verbraucht. Kannst du, dass ich mein Holzbündel verbraucht habe, alle? Oh, das wäre ja mal was. Aber scheint gerade echt so. Oh. Okay, ich habe mein Holzbündel, wie ich es scheint, verbraucht. Gut, dann schauen wir mal hier die Boutique an. Das verkauft. Also, was ist das denn? Wüstenschulterschutz. Oh. Kostet aber einiges, ne? Aber. Kaufen wir. Danke. Dann kaufen wir dich hier noch. Sieht auch ganz schick aus, ey. Ja, und was kostet der Kopfschmuck hier? 450, das geht ja noch. Ausrüstung für Männer. Dankeschön, Dankeschön. Cool. Sehen wir jetzt auch noch schick aus und jetzt müssen wir schauen. Können wir hier den Baum fällen?
kann ich. Holzbündel. Ah, ah da, 44 Stück habe ich. Das passt ja dann noch wunderbar. Schön, dass ich den Baum kaputt gemacht habe, aber hey. Hallo, hast du 30 Holzbündel? Na klar. Bitte haben? Natürlich, hier. Aber was eine große Hilfe. Wunderbar. Und als nächstes, ja, ja. Zu dem richtigen Ort fällt noch eins. Es muss hier alles zu kaufen geben. Und das Leben zu gebraucht. Wir müssen einen ordentlichen Logistik aufbauen, damit er hier einen Krimmelladen öffnen kann. Leider fehlt uns dazu das Wissen und die nötigen Verbindungen. Wirst du jemanden für uns suchen, der sich mit Logistik auskennt und einen Laden öffnen könnte? Ja, Logistik geht, sollst du Oni mit ein paar... Okay, Oni als nächstes, gut. Gibst du ja, ja, ich weiß. Gut, dann haben wir das auch soweit. Hey. Das ist doch cool. Schauen wir uns jetzt noch das neue Haus an. Komm, das gönnen wir uns jetzt noch. Das neue Haus können wir uns noch eben hier. Zack, gucken wir mal. Wir sind sogar Kinder. Ach, hallo. Wie seid ihr denn? Oh. Guten Tag. Möchtest du was? Was ist denn? Für unsere Krankentochter hat mein Mann hier ein Landhaus erworben. Tohasa ist ein schönes Dorf. Jeder kennt jeden. Die Luft ist gut. Normalerweise stört mich immer, wie mein Mann alles über für uns entscheiden will. Aber diesmal lag er wohl goldrichtig. Er scheint mir sogar, als ginge es unserer Tochter schon etwas besser. Wenn es sie nur etwas mehr essen würde, wäre es sicher in Handumdrehen wieder gesund. Ach, ich muss heute Abend noch einmal mit meinem Papa darüber reden. Tag, bist du auf Reisen? Genau. Macht das Spaß? Wahnsinnig. Ach so. Wenn ich groß bin, will ich auch allein auf Reisen. Okay. Dann geh doch mal auf Reise. Haben denn hier noch was? Nö. Scheinbar nicht. Okay. Ist der Papa etwa der hier? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao.